Hey, willkommen zu einem neuen Video. Es ist immer sehr schmerzhaft, von seinen Lieben getrennt zu sein. Aber auch Tiere haben diese Gefühle, wenn sie ihre Besitzer lange Zeit nicht sehen. Und wir reden hier nicht über unsere gewöhnlichen Haustiere wie Hunde oder Katzen, sondern über viele andere Tiere. Heute zeigen wir euch 15 Tiere, die nach Jahren wieder mit ihren Besitzern vereint sind. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 15. Ihr habt sicher schon gehört, dass das Gedächtnis eines Elefanten sehr gut ist. Dies ist die Geschichte von Christy, einem asiatischen Elefanten, der sich auch nach 30 Jahren noch an seinen Trainer erinnert. Ihr Trainer Peter Adamson lernte Christy in einem Zoo in Schottland kennen. Doch als dieser geschlossen wurde, wurde Christy in einen anderen Zoo gebracht. Die beiden hatten sich lange Zeit nicht gesehen, trafen sich aber zufällig im Neunkirchener Zoo in Deutschland wieder. Peter war dort, um seine Freunde zu besuchen, und da entdeckte er, dass Christy noch am Leben war. Damit hatte er nicht gerechnet, denn sie war inzwischen schon 52 Jahre alt. Nummer 14. Man sagt, dass wilde Tiere normalerweise keine Bindung zu Menschen aufbauen können, aber die folgende Geschichte handelt von einem Pinguin namens Jin Jing, der jedes Jahr rund 8000 Kilometer zurücklegt, um seinen besten Freund zu sehen. Joao, ein alter Fischer im Ruhestand, fand Jin Jing einmal in der Nähe seines Hauses auf den Felsen liegen und beschloss, ihn zu retten. Seitdem bleibt der Pinguin von Juni bis Februar bei dem Mann. In den anderen Monaten geht der Pinguin zu den Brutplätzen und kehrt dann wieder zu dem Fischer zurück. Sie scheinen eine starke Bindung zueinander aufgebaut zu haben, und Joao sagte sogar, dass Jin Jing es nicht mag, wenn andere Tiere in der Nähe seines Besitzers sind. Nummer 13. Als Sonja, die Bärin, ein kleines Jungtier war, kümmerte sich Jonathan um sie, denn sie war fast ihr ganzes Leben lang eine Waise. Jonathan und Sonja hatten eine besondere Beziehung zueinander aufgebaut, als die kleine Bäre noch klein war. Sie verbrachten damals sehr viel Zeit miteinander, aber irgendwann wurden sie voneinander getrennt. Einfach so. Seitdem hatte Sonja ihren Freund viele, viele Jahre lang nicht mehr gesehen. Und jetzt, wo sie wieder zusammen sind, kann man sehen, wie glücklich sie ist. Nummer 12. Diese Geschichte wird euch sprachlos machen, denn dieser Löffler erkennt noch immer den Mann, der ihn als Küken aufgezogen hat. Donji, wie der Vogel genannt wird, war noch klein, als der Mann ihn völlig verhungert fand. Der Vogel hatte sich während des Monsunregens verirrt. Der Mann rettete den kleinen Vogel, sah aber, dass Donji in einem sehr schlechten Zustand war. Die Chancen, dass er wieder gesund wird, waren ebenfalls sehr gering. Deshalb kümmerte sich der Mann besonders gut um ihn. Er brachte ihm sogar das Jagen und Fliegen bei. Und jetzt folgt der Vogel dem Mann ganz dicht und zögert nicht einmal, mit ihm auf die Toilette zu gehen. Nummer 11. Hunde sind die besten Freunde des Menschen, und wir alle haben schon Geschichten von Hunden gehört, die jahrelang auf ihre Besitzer gewartet haben und sie vermissen. Der Film Hachi, A Dog's Tale zum Beispiel, erzählt uns viel darüber, wie treu Hunde sein können. Das Wiedersehen zwischen Rachel Brown und ihrem Hund Charlie fand statt, nachdem ein verheerender Tornado den US-Bundesstaat Oklahoma heimgesucht hatte. Rachel dachte, sie würde ihren Hund Charlie nie wiedersehen. Als die Frau jedoch zwei Tage nach der Katastrophe zusammen mit einem Nachrichtenkorrespondenten in ihr zerstörtes Haus zurückkehrte, tauchte ihr kleiner Hund Charlie wie aus dem Nichts auf. Der kleine Hund war wie durch ein Wunder am Leben, und die Frau brach in Tränen aus, als sie Charlie wieder sah. Nummer 10. Dass Löwen gefährlich sein können, ist offensichtlich, und man würde annehmen, dass sie keinen Besitzer oder Meister haben können. Aber Chiara, die Löwin, ist anders. Adolfo ist Chiaras Adoptivvater, der sie aufzog, als sie ein Jungtier war. Der Moment, in dem der Mann das Löwengehege betritt und Chiara zu ihm läuft, ist unglaublich süß anzusehen. Man könnte meinen, dass dies eine gefährliche Situation sein könnte, aber die Löwin sieht ihn, springt auf den Mann zu und umarmt ihn innig. Super niedlich und doch ein bisschen beängstigend. Nummer 9. Diese Geschichte ist eine der herzzerreißendsten Wiedervereinigungen. Eine Frau namens Emma kümmerte sich um ein Pferd, das von einer Ranch adoptiert worden war. Mikko, so der Name des Pferdes, wollte niemanden außer Emma an sich heranlassen, und die beiden kamen sich sehr nahe. Emma besuchte ihr Pferd jede Woche, aber eines Tages war Mikko nirgends zu sehen. Die Ranch hatte das Pferd verkauft, ohne es ihr mitzuteilen. Erst zwei Jahre später gelang es der Frau, ihn auf Craigslist wiederzufinden, und sie erkannte ihn sofort. Mikko erkannte sie glücklicherweise auch wieder, und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Nummer 8. Ein englischer Wildbiologe namens Damien Aspinall war derjenige, der Quibi, einen Flachlandgorilla, aufzog. Allerdings hatte er den Gorilla seit über 5 Jahren nicht mehr gesehen.
Damien freute sich natürlich, Quibi wiederzusehen, aber die große Frage war, wie wird der Gorilla auf ihn reagieren? Immerhin waren 5 Jahre vergangen und Quibi war seitdem viel größer und stärker geworden. Der Mann musste einen weiten Weg zurücklegen, um seinen Freund zu treffen, denn Quibi befindet sich im abgelegenen Dschungel von Gabun. Als Quibi Damien sah, war er überglücklich und es wurde ein liebevolles Wiedersehen. Nummer 7. Haie, die du wahrscheinlich nicht auf dieser Liste erwartet hättest, aber ein Hai namens Emma wurde eine sehr gute Freundin eines Tauchers namens Jim. Jim tauchte im Laufe der Jahre immer wieder an der gleichen Stelle und so traf er den Hai mehrere Male. Zuerst hatte sie Angst vor ihm, aber jedes Mal, wenn er tauchen ging, kam sie zurück, um ihn zu sehen. Der Mann begann mit Emma zu kommunizieren und so fand er heraus, dass sie Kopfmassagen sehr mochte. Heute sind die beiden die besten Freunde und jedes Mal, wenn Jim taucht, kommt Emma zu ihm. Nummer 6. Jupiter ist ein Zirkuslöwe, der von einer Frau von einem schrecklichen Ort gerettet wurde, wo er schlecht behandelt wurde. Von klein auf lebte der Löwe in einem Zirkus, wo die Bedingungen schrecklich waren. Als Tierschützer Informationen über diesen Zirkus fanden, wurde er gerettet und in ein kolumbianisches Tierheim gebracht. Dort entwickelte er eine liebevolle Beziehung zu seiner menschlichen Mutter Ana Julia Torres. Jedes Mal, wenn die Frau Jupiter besuchte, war er so glücklich, dass er sich wie ein kleines Kätzchen benahm. Nummer 5. Der Kondor ist ein riesiger Vogel, der eine Flügelspannweite von über 3 Metern erreichen kann. In der nächsten Geschichte geht es um einen Mann namens Edgardo, der einst einem Kondor das Leben rettete, als dieser noch ein kleines Küken war. Einige Jahre später sah der Mann den Vogel wieder und der Moment, in dem sich die beiden umarmten, war sehr bewegend zu sehen. Man sagt, Vögel haben kein gutes Gedächtnis, aber dieser Vogel kann sich nur zu gut an seinen Besitzer erinnern. Nummer 4. Wölfe werden normalerweise als gefährliche Tiere angesehen, von denen man sich auf jeden Fall fernhalten sollte. Aber wusstet ihr, dass Wölfe nur sehr selten Menschen angreifen? Anita durchbrach das stereotype Denken über die Gefahren von Wölfen, als sie mehr als 2 Jahre mit einem Wolfsrudel im Polarpark in Norwegen verbrachte und versuchte, sozialen Kontakt mit ihnen zu haben. Als die Frau das Rudel für etwa 2 Monate verlassen musste, stellte sich heraus, dass die Wölfe sie vermisst hatten, denn sie freuten sich sehr, Anita zu sehen, als sie zurückkam. Nummer 3. Man geht davon aus, dass Affen dem Menschen in der Evolution am nächsten stehen. Kein Wunder also, dass sie genau wie wir Gefühle empfinden. Wenn sie jemanden vermissen, tun sie das tatsächlich. Miro, der Mann, der in einem Zirkus arbeitete, musste ein langes Jahr ohne seinen besten Freund, den Affen, verbringen, zu dem er eine sehr starke Bindung hatte. Aber als Miro zurückkam und der Affe ihn sah, fing das niedliche Tier an zu weinen und umarmte seinen besten Freund. Nummer 2. Eines Tages fand diese Frau ein verletztes Eichhörnchen auf der Straße und seither kommt Bella, das Eichhörnchen, fast jeden Tag zum Haus der Frau, um sie zu besuchen. Man dachte, Bella sei vor 8 Jahren von Eulen angegriffen worden und die Frau nahm sie auf und zog das kleine Tier wie ihre eigene Tochter auf. Jedes Mal, wenn Bella zurückkommt, um ihre Mutter zu besuchen, gibt sie ihr einen Kuss auf die Nase und schnappt sich ein paar Erdnüsse und läuft zurück in den Wald, wo sie jetzt lebt. Nummer 1. Ein Mann namens Mike hatte seinen Hund Jack fast 3 Jahre lang verloren und seitdem war er nicht mehr derselbe. Die ganze Zeit über war er deprimiert, aber er hat die Suche nach seinem besten Freund nie aufgegeben. Mike konnte die Tatsache nicht akzeptieren, dass Jack für immer fort war. Wahrscheinlich war sein Glaube so stark, dass 3 Jahre später das Wunder geschah, dass er Jack wieder sah. Tatsächlich erhielt Mike eines Tages einen Anruf, dass Jack fast 800 Kilometer von seinem Zuhause entfernt gefunden worden war. Mike setzte sich sofort ins Auto und fuhr den ganzen Weg in einem Stück, um seinen Hund endlich wiederzusehen. Habt ihr selbst ein Haustier und habt ihr selbst schon einmal ein emotionales Wiedersehen mit einem Tier erlebt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.